Sagt Carsten Sieling ist bei mir, Präsident des Senats und Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen seit 15. Juli 2015, noch gar nicht so lange. Und schon haben Sie eine ganze Menge Aufgaben vor sich. Wenn wir mal zurückgucken auf das, was gestern Abend gewesen ist, war es schon Ihre zweite Gipfelteilnahme, letzten Dienstag ja auch schon mal. Schildern Sie uns ein wenig die Atmosphäre, die gestern geherrscht hat bei dieser langen Diskussion zwischen Bund und Ländern. Naja, es waren sehr intensive Beratungen. Wir haben gestern Morgen um 7.30 Uhr angefangen und haben um 21.40 Uhr das Ende gefunden. Von einem Termin zum anderen. Das war aber auch richtig. Wir mussten und sahen uns alle in der Pflicht, Ergebnisse zu bringen und haben deshalb auch eine sehr intensive Beratung gehabt. Das ist eine ungewöhnliche Gemengelage. Die Konfliktlinien liegen nicht, wie man es gewohnt sind, zwischen beispielsweise Union und SPD, obwohl das in der Großen Koalition ja auch nicht so ohne weiteres gilt, sondern zwischen Bund und Ländern, aber auch mit den Ländern dann, die eigentlich teilweise sehr unterschiedliche Ziele und Präferenzen haben. Wie funktioniert sowas in einer solchen Runde? Na, es sind sozusagen überkreuzte Situationen und auch unterschiedliche Herangehensweisen. Aber es ist schon so, dass es natürlich ein Ziel der Länder gemeinsam war, zu sagen, das ist eine gemeinsame Verantwortung. Kommunen und Länder werden weiter einen sehr, sehr großen Teil tragen, aber der Bund muss mit ins Boot. Das ist gestern passiert. Dann gibt es aber durchaus einige Dinge, Sie haben die Gesetze angesprochen, wo es den Unterschied schon gibt zwischen den SPD- und grünregierten Ländern und den CDU-regierten Ländern. Schauen wir mal auf das, was da gestern dabei rausgekommen ist. Wie bewerten Sie die Ergebnisse denn insgesamt? Ist es zielführend, was da beschlossen wurde? Reicht es aus? Insgesamt ist es, glaube ich, richtig, ein richtiger Weg, weil wir endlich vernünftige Strukturen kriegen für die Aufnahme der Menschen, die zu uns kommen. Auch die Verfahren haben jetzt eine Chance, beschleunigt zu werden. Das hilft, und das will ich sehr ausdrücklich sagen, auch denen, die kommen. Man muss sich ja nur mal vorstellen, man würde selber in ein fremdes Land kommen, würde sich überlegen, ob man dort bleibt, dann möchte man doch schnell die Entscheidung, ob das geht oder nicht geht. Und darüber hinaus haben wir vor allem die wichtigen Begleitdinge besprochen und auch beschlossen, Wohnungsbau, aber auch Ausbau von Kindergärten und Bildungseinrichtungen, übrigens für alle in Deutschland. Das Ganze hat aus Ländersicht, nicht nur aus Ländersicht, insgesamt im Grunde zwei Ebenen. Auf der einen Seite gibt es mehr Geld für die Länder, auch flexibel, wenn sich die Situation verändert. Das ist sicher ein großer Vorteil. Auf der anderen Seite, wenn ich Sie als Sozialdemokrat ansehe, gibt Einschränkungen beim Asylrecht, es gibt Veränderungen bei der Versorgung von Flüchtlingen und von Asylbewerbern. Also im Grunde ist das ja zwiespältig, was da gestern beschlossen wurde. Einschränkungen beim Asylrecht gibt es nicht. Das haben wir abgelehnt. Da gab es auch keinen richtig ernsthaften Antritt. Es gibt ein paar Verfahrensdinge. Also einige Länder möchten gerne, dass zum Beispiel mehr Sachleistungen ausgegeben werden. Wir halten das auch in Bremen für ein bürokratisches Monster, was da kommt. Aber daran wird es auch gemessen werden. So haben wir festgelegt. Also es gibt keinen Weg in die Sachleistung hinein beispielsweise. Nochmal zu dem Punkt, dass es keine Einschränkungen beim Asylrecht gibt, wenn man drei zusätzliche Länder zu sogenannten sicheren Herkunftsländern erklärt, wie Kosovo, Albanien oder Montenegro, dann kann man das schon als eine Einschränkung des Asylrechts deuten, finde ich. Es wird teilweise so gedeutet, aber ich lege sehr viel Wert darauf, weil wir auch ausdrücklich übrigens nochmal verwiesen haben darauf, dass der Schutz der Minderheiten in den Ländern, explizit auch genannt Roma, gewahrt werden muss. Und es bleibt doch dabei, jeder Mensch, der aus den Ländern kommt, kann einen und wird einen Asylantrag stellen können. Nur dann folgen kürzere Verfahren. Das heißt, man muss nicht unbedingt selber vorsprechen oder braucht nicht vorsprechen, sondern es wird quasi nach Papierlage entschieden. Aber der Rechtsweg im Anschluss, vor die Gerichte zu gehen, ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Das Asylrecht bleibt. Wo liegt dann der Vorteil, diese drei Länder zu sicheren Herkunftsländern zu erklären? Na, das ist ein Punkt, der ist sehr umstritten. Und es ist fraglich, ob das eigentlich wirklich ein Vorteil ist. Ich bin da auch ausgesprochen skeptisch, weil es bestenfalls dazu führt, dass das Bundesamt für Migration, die Registrierung machen und dann diesen Bescheid machen, die haben weniger zu tun, das stimmt. Dadurch können die auch mehr schaffen, das ist auch gut. Aber dann kommt natürlich eine Situation, die nicht verändert ist. Aber wir wollen auch, und das Signal teile ich auch, das Signal schon geben, dass in diesen Ländern, in denen man natürlich eine andere Situation hat als in Bürgerkriegsgebieten, man sich gut überlegen soll, ob man Haus und Hof verkauft und wirklich sich auf den Weg nach Deutschland macht.
Also im Grunde eine abschreckende Wirkung, die das Ganze haben soll, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, was Sie sagen. Wie werden Sie sich in diesem Punkt denn verhalten hier im Bundesrat in, ich habe es gesagt, in ungefähr 3 Wochen? Denn Ihr Koalitionspartner ist Grün und die Grünen sind sich in dieser Frage alles andere als einig. Es gibt sehr viel Ablehnung in diesem Punkt. Wie ist es denn bei Ihnen in Bremen, bei Ihrem Partner in der Hansestadt im Senat? Na, wir werden dort sehr kritische Diskussionen darüber führen. Wir haben uns auch noch nicht entschieden, wie wir uns verhalten werden. Aber ich will in dem Zusammenhang, muss ich das den zweiten Punkt sagen, weil wir einen neuen Einwanderungskorridor geöffnet haben. Wir haben nämlich gestern festgelegt, dass Menschen gerade aus den Balkanländern, ausdrücklich für die Balkanländer, mit einem Arbeitsvisum Möglichkeiten haben, nach Deutschland zu kommen. Und diese Mischung, wirklich zu sagen, wenn ihr kommt, weil ihr ein besseres Leben für euch und eure Familie wollt und ihr bekommt hier einen Job, dann dürft ihr auch bleiben. Ihr seid nur keine Asylbewerber dann. Das ist eine Mischung, die man ernsthaft betrachten muss und die wir auch Rot-Grün nicht so schlecht finden. Verlassen wir mal die Ebene der Entscheidung gestern und schauen, was diese Entscheidung gestern bringt für Sie in Bremen, ganz konkret in Ihrem Bundesland. Beschreiben Sie uns vielleicht zunächst mal die Lage, wie sie ist mit den Flüchtlingen bei Ihnen, wo es problematisch ist und was, wie dann das, was gestern beschlossen wurde, Ihnen mittel- oder kurzfristig nützen kann. Die erste Lage ist natürlich, dass wir abends nicht wissen, wie viele Menschen über Nacht kommen, am nächsten Morgen da sind. Ganz kurz, Entschuldigung, wie viele Flüchtlinge sind zurzeit bei Ihnen in Bremen? Wir haben insgesamt in diesem Jahr über 8.000. Wir gehen auf die 10.000 in diesem Jahr und haben vor allem unter den unbegleiteten Minderjährigen eine große Zahl. Jetzt glaube ich 1.300, 1.400 und erwarten auch 2.000. Und wir haben neben denen, die über die Züge kommen, die also in Bayern nach Deutschland gekommen sind und dann weiter kommen, haben wir viele, die auch sich ganz allein auf den Weg machen und nach Bremen wollen. So ein bisschen wie die Bremer Stadtmusiker. Aber die müssen wir natürlich auch unterbringen. Und jetzt eine Frage, weil wie helfen die Beschlüsse von gestern? Die helfen dahingehend, dass jetzt die Bundesbehörden in stärkerer Weise reingehen werden, um die Registrierung vorzunehmen. Wir werden klarer wissen, was wann kommt. Und wir bekommen Hilfe für das, was hinterher passieren muss, Integration. Die Verfahrensdauer ist ein immer wieder angesprochener Punkt, der Zeitraum, der gebraucht wird, um zu registrieren, bis hin zur Frage, ist der Mensch ein anerkannter Asylbewerber, bekommt er Asyl bei uns oder nicht? Da ist immer die Rede von einem halben Jahr. Faktisch sagen Insider, dauert das Ganze mehr als ein Jahr. Das heißt, das zu verkürzen, selbst auf ein halbes Jahr, ist relativ illusorisch. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass das erreicht werden kann in einer absehbaren Zeit? Also die erste wichtige Sache ist, dass überhaupt die erste Entscheidung schneller passieren muss. Da hat der Bund jetzt 5 Monate als Ziel vorgegeben und wir haben einen ganz guten Mechanismus, weil wenn das länger dauert, dann bekommen die Länder und Kommunen auch mehr Geld. Schafft der Bund das wirklich schneller und baut endlich sein Personal auf, dann muss der Bund auch weniger zahlen. Für die Menschen ist es übrigens auch gut, weil kürzere Verfahren nochmal heißt für mich als Mensch, der ich nach Deutschland vielleicht will, auch mehr Sicherheit. Danach kommt allerdings natürlich die Möglichkeit, dass man vor Gericht geht. Und wir werden überall versuchen, unsere Gerichte auch besser auszustatten. Auch das ist Teil der Vereinbarung, damit auch die Verfahren dort schneller gehen können, ohne Rechtsstaateinschränkung. Skeptiker sagen, es wird schwierig werden, die vielen Menschen, die nach Deutschland kommen, auch zu integrieren. Haben wir gestern auch im Bundestag gehört, vor allem aus der CSU. Wie wollen Sie das Problem lösen, das ja tatsächlich besteht? Also es kommen sehr viele, es muss sehr viel getan werden für Spracherwerb und vieles andere. Es muss nach Arbeitsplätzen geguckt werden. Was tut Bremen, um das auch den Bürgern, die schon da sind in ihrer Stadt, denen so verständlich zu machen, dass es eine Akzeptanz behält? Zum Ersten muss man sagen, dass wir in Bremen, in vielen Teilen der Republik, aber in Bremen eben auch eine total große Hilfe haben und ich bin da wirklich sehr dankbar für. Jetzt muss in der Tat gehandelt werden. Erstens Wohnungen bauen. Wir wollen unser Wohnungsbauprogramm ausweiten. Gestern ist beschlossen worden, dass der Bund uns helfen wird. Das ist gut. Zweitens Bildungseinrichtungen und Kindertageseinrichtungen ausbauen, damit die jungen Leute eine Chance haben. Auch dafür hat es gestern das berühmte Betreuungsgeld, wird jetzt
an die Länder gegeben, richtiger Beschluss. Und drittens Arbeit. Darum ist es gut, dass die Bundesagentur für Arbeit, übrigens auch unterlegt durch etwas, was gestern gar nicht im Beschluss stand, aber verabredet wurde, die Bundesregierung und Andrea Nahles werden mehr für Arbeitsmarktpolitik tun. All diese Dinge müssen ergriffen werden, aber ich will gerne noch mal sagen, gestern sind nicht alle Probleme gelöst worden. Das war ein Anfang. Die Länder und Kommunen werden weiter viel Last haben und ich glaube, das wird nicht der letzte Gipfel gewesen sein. Carsten Zieling, Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen, heute Morgen hier bei uns bei Phoenix. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, zu dieser frühen Stunde. Und ich glaube auch, es wird nicht das letzte Gespräch gewesen sein, das wir zu diesem Thema geführt haben. Vielen Dank Ihnen.